Heute habe ich mal einen Tipp für Sie, wie Sie bitte nicht reden sollten. Also, kurze Vorgeschichte. Ich heiße offiziell Isabel Garcia Pedersen. Also, dieses Unding kam irgendwie zustande, weil man im Spanischen eben den ersten Nachnamen vom Vater bekommt. Mein Vater ist Spanier. Den zweiten Nachnamen von der Mutter. Meine Mutter ist Deutsche. Also, Isabel Garcia Pedersen, ohne Bindestrich. Führt dazu, dass die Post nie bei mir ankommt, weil Leute mal gucken, Isabella Grazia, Vorname bestimmt. Pedersen, Pedersen, Pedersen gibt's hier nicht und dann bekomme ich meine Post nicht. Deswegen bitte ich ständig Unternehmen, bitte, 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 bitte streich dieses Pedersen, weil in Spanien nämlich auch der zweite Nachname meistens nicht genutzt wird. Also wir lassen uns eben häufig mit dem ersten Nachnamen nur ansprechen. Das wäre eben Isabel García oder eben auf Deutsch gesagt Isabel Garcia. So, gut. Das zur Vorgeschichte. Ich heiße also offiziell Isabel Garcia Pedersen und die meisten Unternehmen möchten mich so auch aufführen. Immer wenn ich darum bitte, nur Isabel Garcia zu schreiben, sagen die, ich kann auch ihren Namen nicht ändern. Ich meine, geht doch nicht. Das ist ja ihr Name. Ja, ja, stimmt. Offiziell, ja, aber egal. Gut. Heute bekam ich also einen Anruf von einer Dame von einem Unternehmen, bei dem ich schon seit 1997 treue Kundin bin und die meinte, dass ich ein ganz besonderes Angebot bekomme, gerade weil ich so eine treue Kundin bin. Das bekomme nur ich. Klar. Gut, also auf alle Fälle als treue Kundin ich ein ganz tolles Angebot und sie sprach mich an mit Frau und dann merkte man wirklich diese Pause, wie sie auf den Namen schaute und dann kurz überlegte, wie spreche ich den wohl aus? Was kam dabei raus? Frau Garcia Pedersen. Und sie hat auch dieses Garcia immer so richtig schön betont. Und dann stoppte sie auch beim ersten Mal, also nachdem sie es ausgesprochen hatte, wahrscheinlich nach dem Motto, vielleicht wird mich die Kundin korrigieren, falls es falsch ist. Ich habe aber nichts gesagt. Ich habe gedacht, auch den Spaß, den gönne ich mir mal. So, und dann sagte sie eben ständig, Frau Garcia Pedersen und immer wieder mit vollem Enthusiasmus. Richtig klasse. Frau Garcia Pedersen. Also selten so einen schönen Namen gehört. Meine Güte. So, das alles wäre noch nicht dramatisch, wenn Sie sich an diese Regel halten würden, die ich schon seit ewigen Zeiten predige. Bitte, Sie stellen mit der Wiederholung eines Namens keine Beziehungsebene her. Eine Beziehungsebene stellen Sie her, wenn Sie wirklich ehrliches Interesse an Ihrem Gegenüber haben. Sie stellen das her, indem Sie Fragen stellen, was die Leute haben wollen, also den anderen im Mittelpunkt stellen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber Sie schaffen es nicht einfach nur, indem Sie auf Krampf diesen Namen wiederholen. Diese Mitarbeiterin hat es geschafft, sie kann ja nichts dafür, es wurde ihr eben beigebracht, es in diesem 3 oder 4 Minuten Gespräch so 15 bis 20 Mal meinen Namen zu wiederholen. Und zwar mit vollem Enthusiasmus, Frau Garcia Pedersen. Toll! Es wäre alles gar nicht so aufgefallen, wenn sie es nicht so häufig gemacht hätte. Und selbst wenn ich Frau Müller heißen würde und sie den Namen richtig ausgesprochen hat, bitte, kennt vielleicht irgendjemand, irgendein Trainer, der sowas noch beibringt, dann sagen Sie ihm bitte, nein, danke, wir wollen das nicht mehr. Ich weiß nicht, warum diese alte Regel sich immer noch hält und es immer noch beigebracht wird. Bitte wiederholen Sie den Namen ganz häufig, wenn Sie Kaltakquise machen, dann stellen Sie eine Beziehungsebene her. Ich kann nur sagen, nein, das tun Sie eben nicht. Und ganz häufig sprechen wir Namen falsch aus. Ich nehme mich da gar nicht aus. Das passiert mir bestimmt und auch ganz häufig. Ist mir auch schon auf der Bühne passiert, dass ich einen Kollegen einen Nachnamen falsch ausgesprochen habe. Na, wie gut, dass ich den da nicht gerade 20 Mal wiederholt hatte. Das war einmal oder zweimal. So, und das war dann schon schlimm genug. Also, bitte, bitte, bitte nicht wiederholen. Ach, und übrigens, um den Klops noch fett zu machen, den Spruch gibt es gar nicht. Um den Kohl noch fett zu machen, sagt man das so? Ist egal. Also, um dem noch die Krone aufzusetzen, so könnte ich sagen, hat dann diese Frau eben bei der Kaltakquise ganz zum Schluss, als sie merkte, dass sie mir gerade dieses tolle Produkt, was ja nur ich angeboten bekomme, eben nicht andrehen kann, hat sie dann gesagt, wie wär's denn mit der Family Card, Frau Garcia? Das können Sie nämlich nutzen für Ihren Mann, für Ihre Kinder. Und ich so, ich bin Single und ich habe keine Kinder. Da war Stille. Und dann, peinlich, ja, nee, also dann ist natürlich die Familienkarte für sie nix, tut mir furchtbar leid. Ja, und dann hat sie sich um noch, ich glaube noch zweimal nach dieser Panne, hat sie nochmal Frau Garcia Pedersen gesagt und sich dann so langsam aus diesem Gespräch geschlichen. Wow. Wissen Sie, was wertschätzend wäre und was eine Beziehungsebene herstellen würde, wenn ich bei einem Unternehmen, wo ich schon seit 1997 treue Kundin bin,
wenn Leute meinen Namen richtig aussprechen könnten, wüssten, dass ich nicht verheiratet bin und bitte nicht die ganze Zeit meinen Namen wiederholen auf Krampf. Menno. Also, falls Sie es jemals gehört haben, dürfen Sie gerne wieder vergessen. Ja? Sprechen Sie den Namen 2 bis 3 Mal aus bei einem Telefonat, egal ob Sie die Person kennen oder nicht kennen. Es stellt nicht mehr Nähe her, wenn Sie ständig penetrant diesen Namen wiederholen. Das war Ich rede unterwegs von Frau Gracia Pedersen. Was für ein Name. Ich glaube, ich sollte mich umbenennen.